das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Ich habe den Tod meiner Mutter im Radio gehört. In unserem Haus in Blankenese, auf der Fensterbank sitzen am 9. Mai. Da haben wir das Radio angehabt, weil ich immer ganz gerne Musik hörte. Und ich weiß, es ein sehr, sehr heißer Tag war. Es war ein sehr sonniger Tag. Es war sehr grün, es war Muttertag übrigens. Und da kam das in den Nachrichten praktisch. Und so habe ich das ganz alleine dann so gehört und war natürlich total schockiert. Mehr als 20 Jahre hat der Terror der Roten Armee-Fraktion die Bundesrepublik in Atem gehalten. Was als Protest von Studenten begonnen hatte, wurde zum Albtraum. Dafür steht vor allem ihr Name. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Hier in dem Tresor unserer Schule haben wir jetzt noch Unterlagen von Frau Meinhof. Es kommen öfter mal Leute und interessieren sich dafür. Hier haben wir noch ein Zeugnis von Ulrike Meinhof. Weitgehend sehr gute und gute Leistungen. Aber wie gesagt, Lateinisch war nicht ganz ihre Sache, hat sie nur ausreichend, Chemie auch. Ihre Stärken waren Religion, Sozialkunde, Deutsch und Geschichte. Das waren die Stärken. Ulrike Meinhof wird 1934 geboren. Die Kindheit ist geprägt von einem christlichen Elternhaus. Als sie 5 ist, stirbt der Vater, ein frommer Mann mit Kreuz und Buch. Mit 14 verliert sie die Mutter. Sie stirbt an Krebs. Nun kümmert sich die bisherige Lebensgefährtin ihrer Mutter, Renate Riemek, um die Erziehung. Es sind die 50er Jahre im hessischen Weilburg. Ulrike besucht hier das Gymnasium. Die Stadt ist alles andere als der Nabel der Welt. Für einen Teenager gibt es hier nicht viel zu entdecken. Ulrike liest viel. Am liebsten die Bücher von Hermann Hesse. Sie ist keine Außenseiterin und gehört trotzdem nie richtig dazu. Die anderen Mädchen reden über Mode und Frisuren, Ulrike über Kunst und Literatur. Sie war sehr wohl erzogen. Das war sie von Haus aus. Sie war höflich und sie hat sehr gerne zugehört. Es war nicht so, dass sie sich hier in den Mittelpunkt gestellt hätte. Das hätte auch Renate Riemek nicht zugelassen. Ich glaube, Renate Riemek war als Mutter da ganz schön streng. Da merkte man so ein bisschen, dass die Beziehung nicht so eng war wie bei einer wirklichen Mutter. Früh geht Ulrike ihre eigenen Wege. Sie raucht öffentlich, sogar Pfeife. Ulrike war eher gesetzt, gelassen. Ruhig. Also war nicht kein Mensch, der aus sich heraus explodierte vor Fröhlichkeit. Auf ihre Mitschüler wirkt Ulrike irgendwie erwachsener und reifer. Stundenlang kann sie debattieren. Nur selten lässt sie sich von anderen Meinungen überzeugen. Sie ist kompromisslos. Auch in den Artikeln, die sie für die Schülerzeitung schreibt. Die Zeitung hat sie selbst gegründet. Meine Karriere liegt in euren Händen. Lasst mich nicht im Stich. Ulrike. Es ist die Zeit der ersten Liebe und des bundesdeutschen Wirtschaftswunders.
Nach dem Abitur geht Ulrike Meinhof zum Studium nach Marburg, dann nach Münster. Mit dem Abschied von Weilburg erwacht das politische Interesse. Die Regierung unter Adenauer will die Bundeswehr mit Atomwaffen ausrüsten. Ein hochgerüstetes Land ist für die christliche Pazifistin eine Horrorvorstellung. In den Generälen der Bundeswehr sieht sie die alten Nazis. Auf einen Politiker richtet sich ihr Zorn ganz besonders. Auf Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Hamburg, Mitte April. Demonstration gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr. 100.000 Menschen versammelten sich auf dem Rathausmarkt. Ulrike Meinhof hält ihre erste Rede. Entweder wir schweigen, wir geben zu, dass wir nicht mehr demokratisch regiert werden, oder aber wir sprechen und treten für das, was an Verantwortung auf uns liegt, ein. Die Bewegung gegen Atombewaffnung der Bundeswehr, die erste, nämlich 1958-59, hat Ulrike Meinhof und mich zusammengebracht. Es gab damals diese verschiedenen Studentenausschüsse gegen Atomrüstung in der Bewegung Kampf dem Atomtod. Sie in Münster, ich in München. Wir wollten keine Atombewaffnung der Bundeswehr. Wir wollten, dass das Geld für was Besseres ausgegeben wird. Und uns verband damit ein Ideal. Dieses Ideal führt Ulrike Meinhof 1960 nach Hamburg. Hier erscheint die linke Zeitschrift Konkret. Von hier aus will sie die studentischen Aktionsausschüsse koordinieren. Ausgerechnet an der Seite eines Mannes, den sie zunächst grauenhaft findet. Klaus-Rainer Röhl, der Herausgeber von Konkret, wird bald ihr Ehemann. Sie, die ernsthafte Moralistin, er, der Lebemann und Salonkommunist. Eine glückliche Ehe wird es nicht. Ulrike Meinhof stürzt sich in die Arbeit. Sie schreibt einen Artikel nach dem anderen. Gegen die Adenauer-Politik, gegen alte Nazis und gegen Franz Josef Strauß. Ihre wöchentliche Kolumne findet in der linken Öffentlichkeit zunehmend Beachtung. Bald wird sie auch Chefredakteurin von Konkret. Zum beruflichen Erfolg soll nun auch das Familienglück kommen. Sie bringt Zwillinge zur Welt, zwei Mädchen. Ulrike Meinhof macht nun Zwillinge und Zeitung, wie sie sagt. Und Konkret wird zur wichtigsten Stimme der Linken. Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Ich schreibe wen? Für die Landlehrer. Also für die Leute, die auch irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sitzen. Die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben. Und die also so über so ein einzelnes Heft wie Konkret am Kiosk dann durch das, was ich da schrieb, in einen Diskussionszusammenhang mit der Linken kommen konnten. Also ein junger Leser in Bayern war ja in den 50er, 60er Jahren eigentlich verloren. Ne? Da war irgendwie nichts zu machen. Und dann gab es plötzlich auf dem Bahnhofskiosk Konkret. Ne? Das war natürlich ganz scharfe Ware. Ne? Ein Thema wird für Ulrike Meinhof das alles Beherrschende. Der Vietnamkrieg. Scharf kritisiert sie den Bombenkrieg der USA gegen die Zivilbevölkerung und sieht in der Bundesrepublik einen Erfüllungsgehilfen. Nicht Napalmbomben auf Frauen, Kinder und Greise abzuwerfen, ist demnach kriminell, sondern dagegen zu protestieren. Nicht die Zerstörung lebenswichtiger Ernten ist kriminell, sondern der Protest dagegen. In der Konkrettruppe hat Ulrike Meinhof als Kolumnistin einen Sonderstatus. Doch ihr missionarischer Eifer wirkt auf manchen auch abstoßend. Jeder, der nicht ihrer Meinung war, war unpolitisch. Jeder, der anderer Auffassung war, war am besten Mitglied der CDU. Das heißt, sie war sehr, sehr rigide in ihren Ansichten. Es war eine Mischung aus politischen und sehr stark moral geprägten Ansätzen. Es war immer eine Mischung aus linker Politik und protestantistischem, religiösem, fast religiösem Ansatz. Die
Kolumnistin Ulrike Meinhof. Noch ist sie Teil der Gesellschaft, die sie mit aller Schärfe kritisiert. Es haben sie alle mit sehr viel Respekt behandelt, aber man wusste auch, man muss sie wie ein rohes Ei anfassen, weil sie sehr, sehr rüde werden konnte. Sie hat manchmal Sekretärinnen behandelt, wie ich mich nicht trauen würde, eine Sekretärin zu behandeln. Das Ehepaar Röhl besitzt jetzt eine Villa in Hamburg-Blankenese. Es ist die Zeit der Beatles und der Stones. Am liebsten aber tanzt Ulrike Meinhof zu A Whiter Shade of Pale. Sie ist zur linken Star-Kolumnistin geworden. Sie ist ständig unterwegs. Frankfurt, München, Berlin und immer wieder Sylt. Salonkommunismus und Schickeria. Die Meinhof ist eine der schillernden Figuren in dieser Hamburger Partyrepublik. Doch in der Ehe der Röhls kriselt es. Auch die Freunde im Umfeld spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ulrike Meinhof leidet unter den Eskapaden ihres Mannes. Ulrike war ihm verfallen, sie war ihm hörig. Und er hatte viele andere Frauen, die Puschenfrauen. Er nannte sie Puschenfrauen, das waren die gemütlichen Frauen, im Gegensatz zu Ulrike, die sehr, sehr fordernd war. Fordernd als Geliebte, als Ehefrau, vor allem als Kollegin, politisch fordernd. Ja, fordernd, anstrengend. Und wie er sagte, als Geliebte eine Wilde im Bett. Also ein, und da hätte man gedacht, dass jeder Mann in die Luft springt vor Vergnügen, wenn er sowas zu Hause hat. Aber die anderen Frauen waren einfacher und beruhigender. Natürlich ist eine Frau anstrengend, wenn sie so viel Qualität hat. Und wie ich empfand, die Selbstradikalisierung hatte auch damit etwas zu tun, dass im Grunde genommen die Hoffnung auf ein bürgerliches Familienleben in einem bürgerlichen Haus mit kleinen, süßen, zwei kleinen, wirklich lieben kleinen Kindern, dass die sich an der Art, wie er sich verhielt, zerschlug. Sie ist nicht die Erste, die mal von ihrem Mann verlassen worden ist. Er muss sie nicht gleich die Bundesrepublik anzünden. Anfang 1968 trennt sich Ulrike Meinhof von ihrem Mann und geht nach Berlin, ins Zentrum der außerparlamentarischen Opposition. Hier sind die Studenten auf der Straße. Seit dem Besuch des Schah von Persien und seitdem der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde. Ulrike Meinhof will Teil der Bewegung sein. Sie schließt sich aktiv der APO an, hält Vorträge über Agitation, nimmt Teil an Sit-ins und Demonstrationen. Aber sie ist älter als die Studenten. Sie gehört irgendwie zum Establishment und sie hat Kinder. Ausgerechnet ich mochte in dieser Zeit besonders gerne Kleider anziehen. Und sie hat mir dann erklärt, das sei so bürgerlich, dass Mädchen Kleider anziehen. Und also das war so, dass das sieht man auch witzigerweise auf Fotos später, dass ich immer irgendeinen Rock anhab, noch mit allen Mitteln. Und ich erinnere, dass das also richtig ein ganz großes Kampfthema war. Und das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft. Daran sieht man ja auch, die anti-autoritäre Erziehung wurde sozusagen bei ihr jedenfalls autoritärst durchgesetzt. Die ideologischen Forderungen der Linken vertritt sie heftiger als andere. Wegen ihrer Prominenz gilt sie als eine der Stimmen der Studentenbewegung. Sie wird sogar zu einer Fernsehdiskussion eingeladen, um die Positionen der APO zu verteidigen. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden, zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht, pochen. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt
und wenigstens ein- oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Der Springer Verlag ist für die linke Bewegung der Hauptgegner. Bild-Zeitung und BZ haben die Proteste der Studenten immer wieder verteufelt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Im April 1968 wird der Studentenführer Rudi Dutschke von einem rechten Attentäter auf offener Straße niedergeschossen. Der Spaß hat aufgehört. Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Was sich heute auch viele überhaupt nicht mehr vorstellen können, was für ein Aufbruch das war in eine Gesellschaft, die den Protest als so unmöglich wahrnahm, dass sie sagte, unter Hitler hätte man euch vergast. Ihr gehört vergast. Wenn es euch hier nicht gefällt, geht doch nach drüben. Und das ist ein Teil einer Erfahrung gewesen, die ein Teil der außerparlamentarischen Opposition radikalisiert hat. Diese Radikalisierung wird bald offensichtlich. In zwei Frankfurter Kaufhäusern werden Brandanschläge verübt. Auch wenn Menschen nicht zu Schaden kommen. Aus friedlichem Protest ist nun Gewalt geworden. Die Brandstifter werden vor Gericht gestellt. Ihre Wortführer sind Andreas Bader und Gudrun Enzlin. Ein Polit-Happening mit Folgen. Denn für die Motive der Angeklagten interessiert sich auch die Kolumnistin von Konkret. Da kam sie wieder und sagte, wenn ich das veröffentliche, was die gesagt hat, dann kommen die nie wieder aus dem Gefängnis raus. Deswegen schreibe ich nicht darüber. So etwa hat sie sich ausgedrückt. Dann hat sie ihren berühmten Aufsatz über die Brandstiftung geschrieben. Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch. Die Begegnung mit Bader und Enzlin wirkt nachhaltig auf Ulrike Meinhof. Sie bewundert die beiden, weil sie nicht nur reden, sondern etwas tun. Wie die beiden kümmert sie sich nun auch um Heimkinder und Jugendliche. In den staatlichen Heimen sieht sie Gefängnisse. Vom Südwestfunk erhält sie den Auftrag, ein Drehbuch über Heimerziehung zu schreiben. Tag und Nacht arbeitet sie daran. Immer wieder recherchiert sie vor Ort, redet mit den Heimzöglingen. Was sie wollte und worin sie sich gleich thematisch verwickelte, war den jungen Mädchen beizubringen, wir wollen einen Film machen und euch und eure Geschichte hier. Und dann wurde sie ganz konkret verbessern lassen. Endlich mal. Wir wollen den Film überall zeigen, damit es euch besser geht. Heime sind Gefängnisse. Dann kommst du nie raus. Ach Quatsch. Wer Terror macht, den schmeißen sie raus. Wer sich gut führt, der wird vergessen, der wird schwarz hier drinne. Später, als wir viel diskutiert hatten über die Möglichkeit der Medien, in dem Fall auch des Films, Botschaften zu transportieren und durch die Botschaften etwas zu bewirken, hatten wir den Eindruck, dass sie immer mehr resignierte und deutlich sagte, dieses Medium kann auch nichts verändern. Ulrike Meinhof zieht mit den Zwillingen in die Kufsteiner Straße. Ihre Wohnung wird zum Treffpunkt der linken Szene. Eines Tages stehen zwei alte Bekannte vor der Tür. Ich
insofern waren dann Bader und Enzin, als sie kamen, so mehr oder weniger die Krönung eines gewissen Exzesses, in dem es im häuslichen Bereich überhaupt nicht mehr um Kinder gehen konnte oder um irgendeine Normalität, sondern in der dann nur noch die Revolution oder was weiß ich, die Diskussion und Aktion im Raum stand. Und natürlich wusste ich nicht, worum es geht. Privatangelegenheiten sind eminent politisch. Kindererziehung ist unheimlich politisch. Also ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen mein eigenes inklusive. Dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie den Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können. Aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos dasitzen wie alle anderen Frauen auch. Ich habe noch immer sehr viel Respekt, wie sie damals mit mir umgegangen war, ist. Sie hat mir ganz klar gesagt, Jutta, wir brauchen entweder Menschen, die bereit sind und überzeugt sind, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, die Waffe in die Hand zu nehmen, oder wir brauchen Menschen, die an uns glauben und die das tun, was wir machen und vorschlagen. Und du bist keine von beiden. Bader, Enslin, Apo-Anwalt Horst Mahler und Ulrike Meinhof sind die wichtigsten Figuren in dieser Runde. Das Thema Gewalt rückt immer stärker in den Mittelpunkt. Der Freiheitskampf soll von den Städten ausgehen. Die Idee war, dass wenn überall gekämpft würde, also eben nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, in Japan, Italien, egal, also überall, wo auch der Aufbruch war, dass dann der Imperialismus als herrschende Macht überall ein bisschen zurückgedrängt würde. Und man wollte auch den Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die ja damals auch noch sehr viel stärker waren, damit Luft verschaffen. Das war so mal die Idee. Das war natürlich eine vollkommen fantastische Vorstellung, als könne man in Deutschland wie die Fische im Wasser schwimmen, die alte revolutionäre Taktik von Che Guevara und seinen Freunden. Das ging in Lateinamerika, aber das war natürlich in Deutschland vollkommen unvorstellbar. Doch vor der Revolution muss erst noch der Kopf der Gruppe befreit werden. Andreas Bader ist verhaftet worden und sitzt wegen der Frankfurter Brandstiftung im Gefängnis. Die Gruppe schmiedet einen Plan, in dem Ulrike Meinhof eine Schlüsselrolle zukommt. Für ein angebliches Buchprojekt des Wagenbach Verlages soll Andreas Bader Ausgang erhalten. Das Treffen in einer Bibliothek soll zur Flucht genutzt werden. Ulrike Meinhof soll im Lesesaal auf Bader und seine Bewacher warten und dann rechtzeitig den Ort des Geschehens verlassen. Also geplant war, dass die beiden in dem Institut sind, Andreas Bader und Ulrike, und da zusammen arbeiten, dass dann Ulrike weggeht und ungefähr eine halbe Stunde bevor Andreas Bader aufhört und dann gar nicht mehr anwesend ist bei der Befreiung. Die bewaffnete Entführung ereignete sich kurz nach 11 Uhr in Dahlem im Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen in der Michaelstraße 83. Nach bisherigen Berichten haben die Entführer zunächst durch die geöffnete Tür des Instituts Tränengas geschossen, dann die Institutsangehörigen beiseite gedrängt und unter Gebrauch der Schusswaffe Bader befreit. Nach letzter Meldung wurde ein Institutsangestellter durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt. Einer der Justizbeamten hat schwere Brandverletzungen erlitten, der andere wurde durch Schläge mit einem Stuhlbein leicht verletzt. Was vor allen Dingen auch nicht vorgesehen war, war natürlich, dass Ulrike dann auch noch mit durchs Fenster sprang und im Fluchtwagen sprang. Und ja, das war natürlich, gab der ganzen Angelegenheit dann nochmal eine ganz radikale Wendung.
sie war schon überrascht. Und zwar war das ja das erste Mal nach dem Krieg, dass in West-Berlin überhaupt eine Person zur Fahndung ausgeschrieben war mit Bild. Das war das erste Mal. Vom Wort zur Tat. Nun ist Ulrike Meinhof gesprungen. Aus ihrem bisherigen Leben in den Abgrund der Gewalt. Hastig werden Verstecke gesucht und Waffen besorgt. Die Wohnung in der Kufsteiner Straße ist verwaist. Und für Ulrike Meinhof stellt sich jetzt vor allem eine Frage. Was wird aus den Kindern? Es war noch möglich, die Kinder wegzubringen, aber nicht mit ihr zusammen. Und darunter hat sie sehr, sehr gelitten unter der Trennung von den Kindern. Aus dem Untergrund rechtfertigt Ulrike Meinhof die gewaltsame Baderbefreiung und verkündet: Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Es ist kein Mensch und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Wenn man nur noch diese chiliastische Trennung hat, entweder Schwein oder Mensch, dann gehen die Zwischentöne, in denen ja die Menschen leben. Die Menschen leben ja nicht als Schwein oder als Mensch, sondern sie leben meistens dazwischen. Dann gehen diese Töne verloren. Und das etwas war etwas, was die RAF unter gar keinen Umständen hören wollte. Mit Hilfe der PLO und mit Wissen der DDR-Behörden reist die Gruppe über Ost-Berlin in den Nahen Osten. Die Gruppe will sich von den Palästinensern an Waffen ausbilden lassen. Im Grenzgebiet zwischen Israel, Libanon und Jordanien ist der Guerillakampf grausame Realität. Ulrike Meinhof wechselt die Schreibmaschine mit Kalaschnikow und Handgranate. Bader, Enslin und Mahler geben nun den Ton an. Immer mehr nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam. Immer noch ist unklar, was aus den Kindern werden soll. Die Gruppe fällt am Ende einen folgenschweren Beschluss. Und Ulrike Meinhof? Sie stimmt zu. Wir sollten dann in einem palästinensischen Waisenlager aufwachsen. Auch eine abenteuerliche Idee. Mein Freund sagt immer, wir wären wahrscheinlich im Harem gelandet. Denn zwei blonde Mädchen wären da also nicht einen Tag, irgendwie wären wir da gar nicht durchgekommen. Und das kann ich dann einfach nur noch als den absoluten Irrsinn irgendwie sehen. Sie wollte auf keinen Fall, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, dass sie zu ihrem ehemaligen Ehemann, also dem Vater der Kinder, kommt und hat außerordentlich viel angestellt, damit Röhl die Kinder nicht bekommt. Und mir war klar, man kann den Vater sehen, wie man will. Er war derjenige, der das Erziehungsrecht hatte, nachdem Ulrike abgetaucht war, das an dem Vater überhaupt keinen Weg vorbeiführte. Stefan Aust erhält Informationen, dass die Kinder auf Sizilien festgehalten werden. Es gelingt ihm, die Zwillinge zu finden und nach Deutschland zurückzubringen, zu ihrem Vater. Wenn Sie so wollen, habe ich die Kinder verschleppt. Ich habe sie der Gruppe abgenommen, hat sie dem Vater zurückgegeben. Sie müssen sich ja auch fragen, ne, was es bedeutet, dass man sich dermaßen, also auf so eine Weise radikalisiert, dass man auch die eigenen Kinder hinter sich lässt, was nicht nur Ulrike Meinhof getan hat, sondern andere auch. Ne, die und aus der Distanz von heute und aus der Perspektive der Kinder ist das ganz schrecklich. Aber in der damaligen Zeit hat eine Identifikation stattgefunden und das Gefühl, wir sind in einer historischen Phase, wo etwas bewegt werden kann, wo es auf uns genau ankommt. Und wenn wir das nicht machen, es macht niemand. Die Gruppe kehrt nach Deutschland zurück. Der bewaffnete Kampf soll nun beginnen. Polizei und Medien sprechen nur von der Bader-Meinhof-Bande.
Neue Erkenntnisse hat die Kripo schließlich auch in einer Fahndung gewonnen, die durch nahezu alle Zeitungen gegangen ist, ohne Erfolg. Die Frau, um die es geht, Ulrike Meinhof, hat ihr Aussehen gründlich verändert. Sie hat ihr langes, dunkles Haar abgeschnitten und blond gefärbt. Ulrike Meinhof steht im Verdacht, zusammen mit einer Gruppe von Mittätern, unter anderem an einem Mordversuch und mindestens drei Banküberfällen, beteiligt gewesen zu sein. War uns ein völlig fremder Gedanke, dass eine Person aus unserem Umkreis von der Polizei gesucht würde. Und wir haben uns dann sehr stark mit der Frage beschäftigt, was würde, wenn die Ulrike Zuflucht bei uns suchte. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Ulrike Meinhof je vor meiner Tür stehen könnte als Illegale und auf der Flucht. Es war für mich nach wie vor unvorstellbar, dass sie mit einer Tasche, mit Pistolen, Bomben, Granaten und so weiter rumlaufen könnte. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich kann jetzt zwei Wochen oder drei Wochen lang können wir nicht telefonieren, weil ich gehe mit den Kindern in Urlaub. Antwort, der Vietcong macht auch keinen Urlaub. Ulrike Meinhof gilt als die Stimme der RAF. Und die Gruppe profitiert von ihrer Bekanntheit. Ihretwegen glauben viele Linke an die gute Sache. Maßgeblich verfasst sie das Konzept Stadtguerilla, das Gründungsmanifest der RAF. Das zentrale Motiv des Kampfes, der Widerstand gegen den Vietnamkrieg. Stadtguerilla machen heißt, den antiimperialistischen Kampf offensiv führen. Stadtguerilla heißt, trotz der Schwäche der revolutionären Kräfte in der Bundesrepublik und West-Berlin hier und jetzt revolutionär intervenieren. 24. Mai 72. Zwei Bomben explodieren im US-Hauptquartier Heidelberg. Drei amerikanische Soldaten, die sich in der Nähe des Explosionsherdes befinden, werden getötet. Sechs weitere schwer verletzt. Karlsruhe, 15. Mai 72. Als die Frau des Bader Meinhof-Ermittlungsrichters Buddenberg ihren Wagen starten will, explodiert eine Bombe. Das Fahrzeug wird total zerstört, der Beifahrersitz zerfetzt. Frau Buddenberg kommt mit dem Leben davon. Er leidet jedoch so schwere Verletzungen, dass sie für immer invalide bleibt. Und dann der 19. Mai 72. In der Zentrale des Springer Verlages in Hamburg detonieren zwei Bomben. Später stellen die Behörden fest, wer diesen Anschlag maßgeblich geplant und ausgeführt hat. Ulrike Meinhof. 23 Menschen werden verletzt, einige davon schwer. Dass unschuldige Drucker und Setzer zu Opfern wurden, führt in der linken Szene zu heftiger Kritik. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist wirklich klar. Ne? Und es war nicht gespielt, wir machen Robin Hood in der Bundesrepublik, sondern wir wollten etwas in Gang setzen, was die Macht des Kapitalismus zerstört. Der Staat reagiert mit einer beispiellosen Aufrüstung des Sicherheitsapparates. Überwachung, Rasterfahndung, überall Polizeisperren. Tote auf beiden Seiten. Ein unerbittliches Duell. Ich habe sie dann noch einmal gesehen, das war kurz vor ihrer Verhaftung. Da hatte ich einen Fluchtplan vorgetragen nach Algerien damals. Aber sie wollte nicht. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wäre uns viel erspart geblieben. Für Ulrike Meinhof gibt es keinen Weg zurück. Sie versteckt sich in Hamburg in konspirativen Wohnungen. Als erster gibt Holger Mainz auf.
Der andere wird wenig später angeschossen aus dem Haus getragen. Andreas Bader, der 29-jährige Kopf der Gruppe. Wenige Tage später wird auch Gudrun Enzlin verhaftet. Ulrike Meinhof ist auf der Flucht. Bei einem linken Lehrerpaar in Hannover findet sie Unterschlupf. Doch die beiden haben Skrupel und verständigen die Polizei. Bei ihrer Verhaftung erkennen die Beamten Ulrike Meinhof kaum wieder. Abgemagert und gehetzt wirkt sie. Bei ihr und ihrem Genossen findet die Polizei ein beträchtliches Waffenarsenal, darunter sogar eine Bombe. Ulrike Meinhof wird ins Gefängnis Köln-Ossendorf gebracht. Es gilt strenge Einzelhaft. Ihre Kinder aber dürfen sie besuchen. Ein Wiedersehen nach langer Zeit. Die Kinder waren auch nicht vorbereitet darauf, eine Terroristin zu treffen, sondern eben unsere Mutter, als die wir sie bis dahin immer nur wahrnahmen. Und ich denke, im Nachhinein war auch bei den Erwachsenen so ein bisschen die Hoffnung, wenn Ulrike Meinhof ihre Kinder wieder sieht, und die sind dann süß und niedlich, dass sie sich so erinnern möge an ihre menschlichen Seiten und ihr das helfen würde, den Weg zurückzufinden. Den Weg zurück. Ulrike Meinhof ist in ihrer Zelle absolut isoliert. Dieser Teil des Gefängnisses wird Toter Trakt genannt. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, man pisste sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht halten kann. Das Gefühl, die Zelle fährt. Klar, dass man da drin lieber tot wäre. Ein Brief nach draußen, der auch die Sympathisantenszene mobilisieren soll. ...1974 wird Ulrike Meinhof nach Stuttgart verlegt. Hier ist eigens ein Hochsicherheitstrakt für die Führungsmitglieder der RAF errichtet worden, Stammheim. Hier soll der Prozess stattfinden. Nach jahrelanger Einzelhaft werden sie erstmals zusammengelegt. Andreas Bader, der Kopf der Gruppe. Gudrun Enzlin, seine Gefährtin von Anfang an. Jan-Karl Raspe, der in Berlin immer mit den Kindern gespielt hatte. Und Ulrike Meinhof selbst. Sie gilt bei den Wärtern als besonders in sich gekehrt und unnahbar. Sie war von den vielen Gefangenen, die bei uns waren, auch wiederum eigentlich die, die die These am konsequentesten durchgeführt hat, dass man mit den Schweinen nicht spricht. Sie hat eigentlich nur gesprochen, wenn sie was wollte. Und da hat es dann auch bürgerliche Formen angenommen. Innerhalb der Gruppe ist Ulrike Meinhof zunehmend isoliert. Als der Prozess beginnt, haben sich die anderen Mitglieder deutlich von ihr abgegrenzt. Sie beschimpfen sie als bürgerlich und elitär. Sie hat immer mehr Selbstzweifel. Angst ist reaktionär, notiert sie. Die Konflikte zwischen Bader und Enzlin auf der einen und Ulrike Meinhof auf der anderen Seite eskalieren zum Psychokrieg. In die Gruppe zusammensaß und die Meinhof hat angefangen, irgendwie einen Diskussionsbeitrag da zu leisten. Da hat man den Eindruck, die haben gar nicht mehr zugehört, die haben sich weiter unterhalten oder sind aufgestanden, haben sich eine Zigarette gedreht oder sonst was gemacht. Und sie hat dann eben irgendwann aufgehört, automatisch. Was sie gemerkt hat, da hört man ja gar keiner mehr zu. Insbesondere mit Gudrun Enzlin kommt es zu offener Feindschaft. Das ist nicht mystisch, wenn ich sage, ich halte das nicht mehr aus.
Wie soll ich je zu mir kommen, wenn ich gleichzeitig gezwungen bin, mit dem Schweinebild, das sie von mir im Kopf hat, zu koexistieren? Enslin reagiert. Projektion, Paranoia, Schwein. Am Morgen des 9. Mai 1976 wird Ulrike Meinhof tot aufgefunden. Er hängt am Gitter ihres Zellenfensters. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Es gibt keinen Abschiedsbrief von Ulrike Meinhof. Sofort nach der Todesnachricht kursieren Gerüchte. Von Mord durch den Staat ist die Rede. Zur Beerdigung in Berlin-Mariendorf kommen mehr als 4000 Menschen. Keine andere Kirchengemeinde hatte sich für ein Begräbnis bereit erklärt. Der Verleger Klaus Wagenbach wird gebeten, die Grabrede zu halten. Ich habe in der Nacht geschrieben, was mir einfiel. Und in einer gewissen Weise ist der Text auch richtig. Ne? Sie ist an dieser Art deutscher Verhältnissen zugrunde gegangen. Wir haben mit der Erinnerung an Ulrike Meinhof und an die anderen aus der RAF nicht nur Erinnerungen an Fehler und politische Fehlentwicklungen, sondern auch Erinnerungen an eine Aufgabe, die nicht erfüllt ist. Sie hatte den Drang, irgendwie in die Avantgarde zu kommen. Und irgendwie war diese beschissene RAF, die sich da entwickelte, irgendwo die Avantgarde in diesem Moment von 68. Und da darf man auch Ulrike Meinhof nicht immer wie einen Engel sehen, sondern auch muss man auch die Eitelkeit sehen. Sie wollte an der Spitze dieser Geschichte auch dabei sein.